Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Northgard. Hier im Geschichtenmodus. So, ihr seht, es hat sich ein kleines bisschen was geändert. Wer genau darauf wartet, sieht hier einen goldenen Stern und dort auch einen goldenen Stern. Das bedeutet, dass ich die Nebenmissionen oder die Bonusziele alle erreicht habe, indem ich das Spiel nochmal nachgespielt habe. Was ist jetzt los? Uncode Acceptation. Ah ja. Okay, irgendein Fehler. Wahnsinn. Passiert das nochmal? So, auch hier bei die Entdeckung habe ich alles geschafft. Dankeschön. Okay, Fehler ist nicht mehr da. So, ich hoffe, das Spiel geht weiter. So, Kapitel 3 habe ich noch nicht gemacht. Ja, gefallene Walküren und 6 Festmäler. Was ist denn hier los? Continue. Irgendein Fehler entsteht immer. Na gut, wir gehen in Kapitel 4, die Handelskriege. Beziehungsweise die Einzahl von die Handelskriege, das ist die Handelskrieg. Diese Mündung ist ein wichtiges Nadelöhr für den Handel. Wir müssen ein Handelsnetzwerk aufbauen, über das wir zukünftige Expeditionen mit Vorräten versorgen können. Bonusziele werden nach dem erstmaligen Abschluss des Kapitels enthüllt. So, wir können einen Bannerträger nehmen. Ich bin echt für den Typen hier, weil einfach das mit den Schafen bombastisch ist. Wirklich bombastisch. Ruhmboni, Vorräte, halt, bla bla bla, Hingabe, nee. Extra Werkzeug, Gruppenarbeit, ja. Ich bin für Halvard. Halvard. Und los geht's. Achso, wird eine Geschichte erzählt? Ach nee, ist ja auf der Karte, ne? Der Karte! Ja. Hallo, Ziegenclan. Oder Ziegeklan. Da wären wir. Das ist eindeutig der beste Ort für ein Nadelöhr, um den Warenfluss zu kontrollieren. Krempel mir die Ärmel hoch. Ehrlich gesagt würde ich lieber kein Blut vergießen. Das schadet dem Geschäft. Who are you? Liv, seid gegrüßt, meine Herren. Seid gegrüßt, meine Herren. Wie ich sehe, sind wir alle zum selben Schluss gekommen. Diese Region wird die Handelszentrale für die Sieger sein. Seid gegrüßt. Ihr müsst Liv vom Rabe-Clan sein. Der Leutnant des Dreckskerls Hagen. Ich wäre lieber euer Verbündeter als euer Feind. Die Nornen scheinen aber da anderer Meinung zu sein. Erwartet keine Gnade von mir, Rabe. Bald müsst alle für Northgard bestimmten Waren an uns vorbeikommen. Hier ist genügend Platz für einen Handelsmagnaten und ich kann nicht zulassen, dass ihr mir einen Strich durch die Rechnung macht. Trotzdem wünsche ich euch viel Glück. Zu sehen, dass manche Kämpfer auch ohne kindisches Brusttrommeln ausgefochten werden können, tut gut. Wir wünschen euch ebenfalls viel Glück. Ihr werdet das brauchen. Wir fangen besser an. Der Schlüssel zum Sieg ist der Bau eines Langschiff-Docks und eines Leuchtturms, um dann Hauptverkehrsrouten zu erschließen. Das habe ich übrigens noch nicht ein einziges Mal gemacht. Und das werde ich diesmal definitiv auch mal machen. So, wir fangen an, wie immer. Beziehungsweise ich fange an, wie ich immer mache. Komisches Deutsch. Ich fange an, wie ich immer mache. Oh, das ist ein Schaf. Schaf, meh. Handelssieg. Euer Gegner mit roher Gewalt zu zermalmen. Nehmt Kontakt mit anderen Clans und er nennt Seefahrer und Händler um Handelsrouten. Ja, okay. Also Handelssieg und nicht Kriegssieg. Ja. So, Speerlager. Wir brauchen 2. Denn ich muss wissen, wo geeigneter Baugrund ist, beziehungsweise Holzfällergrund. Deswegen lassen wir uns kurz Zeit. Und was ist denn hier eigentlich los? Gucken sich beide dieselbe Karte an? Okay. Ja, nehmen wir. Das ist natürlich ärgerlich. 3 Gebäude. Hier haben wir 5. Ja, wir müssen halt irgendwann ein Holzfällerlager bauen. Na gut, wir bauen es erstmal hier hin. Damit wir hier die anderen Gebäude freischalten. Das ist nämlich Grundvoraussetzung immer. So, haben wir hier wie viel? 2, 3. So, ihr beiden. Und da unten ist der Wald. Na wunderbar. Dann habe ich es tatsächlich umsonst gebaut. Abbrechen. So, ihr beiden. Ja, der Speer kann arbeiten, wie er will. So, wir bauen hier das Holzfällerlager.
Steiter. So. Dann haben wir hier noch zwei freie Bürger. Die können schon mal hier hinkommen. Achso. So, ihr beiden kommt hier hin. Du gehst hier mit hin zum Holzfällen. Da haben wir ein... wie heißt es hier nicht? Ritual? Ruine. Oh ja, sehr viele Schafe. Mäh. Seid ihr fertig? Ihr beiden Schlawiner? Ah ja. So, wunderbar. Jetzt kann ich nämlich auch die Farm und so weiter bauen. Und du, wenn wir Holz noch hätten. The Schiebstall. Dann pushen wir gleich mal wieder richtig Nahrung nach oben. Und ein Nahrungsmittellager oder ein Nahrungssilo kommt hier auch noch hin. So, nächste Erkundung. Ein paar Wolfis. So, einen Dorfbewohner haben wir noch. Ja, wir werden nicht umherkommen, auch das Ausbildungslager wieder zu bauen. Aber erstmal bauen wir uns die Nahrungsmittel an. So, ihr beiden Schafe bitte hier rein. Und dann sind wir ziemlich weit oben. Drogergruft mit keinen Gegnern. Okay. Okay, so, hier haben wir ein Jagdgebiet, jawohl. Eigentlich müssen wir das direkt auch annehmen. Wobei, halt, kann ich? Ja, Jagdhütte gibt es auch. So, Ausbildungslager bauen wir... Naja, gut, bauen wir hier noch ins... die Hauptregion. Und die Karte ist auch nicht sehr groß, wie wir alle sehen. So, aber wir müssen ja Langschiffdock auf lang oder kurz oder lang errichten. Langschiffdock auf kurz oder lang. Witzig. Ansonsten haben wir noch Steine, das ist auch super. So, da haben wir nochmal ein paar Ruinen. Auch wieder ohne Gegner. Ne, Droger. Wölfe. Nietzschewo. Wir haben Kontakt hergestellt mit Kobolds. Wie wollt ihr mit ihnen umgehen? Da sind sie. Friedlich. Schiedlich, friedlich. Der Bau von Ausbildungslager ist abgeschlossen. Sehr gut. Dann bitte einen hier und einen da. Ach so, halt. Ihr geht natürlich alle wieder zu Halvard. Und werdet meine Gruppe Nummer Uno. Und positioniert euch einfach mal hier. So, dann bauen wir als nächstes... Ja, Heilerhütte unwichtig. Eigentlich würde ich gerne noch eine zweite Holzfällerhütte direkt zimmern. Weil Holz werden wir unendlich viel brauchen. Ach, da ist schon eine Holzfällerhütte. Das ist ärgerlich. Da würde sich nur eine Holzfällerhütte anbieten. Allerdings fehlt es uns da... Achso, nee, da fehlt es uns an nichts. Da fehlt nur der Wolf. So, was haben wir da noch? Ein Dorfbewohner. Wir müssen auf jeden Fall direkt auch nochmal ein Haus bauen. Da definitiv nicht. Kommt hier ins Waldgebiet noch mal einer. Und da bauen wir dann auch noch die Heilerhütte rein. So, sehr schön. Ja, und das kann ich direkt auch besiedeln. Weil wir einfach zu viel Nahrung haben. Wobei man nie zu viel Nahrung haben kann, aber... Das... steht auf einer anderen Karte. So, Holzfällerhaus. Hütte meine ich. Dort oben. Und du bitte schon mal hier hin. Und Holzfällen. So. Schafe. Haben wir noch eines? Null. 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 Okay. Könnten wir trotzdem noch einen Schafstall bauen? Wahrscheinlich auch nach hier oben. So. Schieb, schieb, schieb. Stein. Ja, Holz fehlt halt, ne? So, Winter is coming. So, irgendjemand müsste bitte auch dann die...
Ruine mal entdecken. So, ihr beiden, stopp. Wobei, du fängst schon mal an und du baust mir nochmal schnell einen Schafstall hier hin. Denn wir werden früher oder später noch mehr Schafe bekommen. Ja, irgendwo sind bestimmt nochmal Schafe. Ansonsten reißen wir das Gebäude ab und erweitern dann später den Schafstall, damit das damit reinkommt. So. 130 Ruhm haben wir schon. Schön. So, Holz geht hoch. Wir machen Holzfällerproduktion. Kröns. Ach ja, Kröns müsste ich demnächst auch machen. Machen wir erstmal so, weil dann kriegen wir wieder plus 1. So, wo ist das andere Schaf? Da sind zwei Schafe. Ja, die. Ja. Sind ja auch schon in den Ställen. Okay, so, drittes Schaf, hoppel die hopp. Für mehr Nahrung. Was gibt eigentlich ein Schaf? Weiß man nicht. Man könnte es ausrechnen. 3 plus 3 kriegt man. Also, 3 Nahrung bringt mir ein Schaf. So, du mein Sohn, bist mal bitte jetzt mein Heiler. Ach so, sie ist ja schon da. Sehr schön. Dann sammeln wir Nahrung für den Bereich. Dann bauen wir da die Jägerhütte. Was jetzt? Wurde bei verletzt. Okay. So, Nahrung plus, Holz plus, Kröns. Genau, stimmt. Das wollte ich machen. Ich brauche Kröns, dafür brauche ich... Was ist denn eigentlich... Ja, komm, wir machen den Handelsposten. Den würde ich aber auch gerne irgendwo anders hinsetzen. So, der kommt mal hier oben mit rein. So, auch im Winter machen wir plus. Das ist super. So, herkommen. Aufbauen. So, ach ja, hier brauchen wir noch den Heiler. Hoi. Hi, toi. Hä? Oh, was, 4 Kobolde? Ach ja, Kobolde sind ja freundlich. Oder neutral wahrscheinlich, ne? Ja. Neutral. They are neutral. So, Ebene. Hier ist einfach noch gar nichts gebaut. Hätten wir auch da hinsetzen können, den Handelsposten. Egal. So, Holz machen wir immer noch plus. Ich möchte, dass das kommt. Ich würde gerne in die Region klicken. 1. Ich sage es so ungern, aber Liv hat ihren Leuchtturm errichtet. Sie wird bestimmt bald prestigeträchtige Expeditionen beginnen. Das bedeutet, dass die Errichtung eines Leuchtturms jetzt oberste Priorität für uns hat. Wir dürfen nicht ins Hintertreffen geraten. Ja, na gut, dann machen wir erstmal. Wo ist denn überhaupt ein Leuchtturm? Da. Erfordert Langschiffdock. Erfordert irgendwas. Was, eine Küste? Haben wir doch. Seat ist Langschiffdock. Der Bau von Handelsposten ist abgeschlossen. Sehr gut, rein mit euch. Wir brauchen Kröns. Kröns. Oh, was? Nahrung? Minus 9. Uha. Ist der Winter bald vorbei? Naja, nicht wirklich. Achtung, ihr werdet angegriffen. Von Wölfen. Das ist semi-geil. Müssen wir hier mal ein bisschen ausräuchern, die Gegend. So, da sind keine Gegner, hier sind aber Gegner. Ich weiß übrigens immer noch nicht. Okay, Speerstab. Ich weiß immer noch nicht, wie man oder ob die Krieger leveln können. Bau von Langschiff doch abgeschlossen. So, Leuchtturm. Der muss hier rein. Okay, dementsprechend muss ich diesen Bereich entwickeln. So, jetzt brauchen wir wieder Kröns. Dockfahr. Ja, Winter überstehen war. Gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall
ins Rehgebiet. So, ihr handelt fleißig. Handelsroute aufbauen. Wir könnten ja Holz verkaufen. Für Kröns. Mit den Kobolden. So, Gebäude ohne Arbeiter, ja. Und zwei Leute sind verwundet. Zwei? Okay, ich weiß nicht, wo der zweite ist, aber irgendwo haben wir zwei. Und hier ist auch ein Runenstein, der ist sehr wichtig, damit wir deutlich mehr Wissen bekommen. Ich könnte so ein Ding auch selber bauen. Ja, hier mit gemeißelter Stein. Dafür brauchen wir aber erstmal Steine. Die finden wir auch nur hier. Das wird schwierig. So, was hier? Gebäude ohne Arbeiter. Ja. Wir sammeln erstmal Nahrung für den neuen Bereich. Ein Speer ist auch down. Wo ist eine andere überhaupt? Da hinten. Ja, gut, du wirst früher oder später auch sterben, weil du Speer bist. Verzeiht, junger Gebieter. Sollten wir uns nicht um das Sammeln von Steinen kümmern? Stein ist unerlässlich für das Aufwerten von Gebäuden. Das wollen wir irgendwie entfallen. Wir sollten ein Vorkommen suchen und es möglichst bald abbauen. Und dann natürlich unsere Gebäude aufwerten. Gute Idee. Das Aufwerten ist immer mehr als reiner Luxus. Es ist der Schlüssel zum Sieg. Dadurch können wir mehr Arbeiter beeinflussen und unsere Aktivitäten effizienter gestalten. Wir werden aber vermutlich nicht alle Gebäude aufwerten können. Wir sollten uns genau überlegen, welche am wichtigsten sind. Wir sollten den Abbau von Eisen nicht vergessen. Unsere Arbeiter können definitiv bessere Werkzeuge brauchen. Ja, 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 I know. Eisen haben wir, glaube ich, im Let's Play noch nicht abgebaut. Das kann ich euch dann auch mal zeigen. Apropos zeigen. Erkunde mal bitte erst das Gebiet hier. So, neue Wissensstufe. Komfort. Reduziert beim Bauplatz. Was? Reduziert die Kosten beim Zufügen eines Bauplatzes in einem Gebiet um 80%? Was ist das für eine Aussage? So, wir machen jetzt mal schärfere Äxte. Danach kommt der Hirte. Nein. So, Leuchtturm. Da ist er. I cannot bow this. Why cannot bow this? Achso, ja, weil ein Leuchtturm meistens ins Wasser gehört, ne? Oder ans Wasser. Da muss der hier mit dran? Ach Gott! Ja. Sorry! That's how it works. Erreicht Handelseinfluss. Okay. Ich weiß nicht, wie das geht. Komm rein hier, du auch. Raubzug, Hauptverkehrsrouten, Heimat, Mittelland, Winland. Oh, nach Winland. Definitiv nach Winland. Minus 40 Kröns. Das ist ein bisschen viel, wa? Machen wir erstmal das hier. So, wir kriegen plus, plus, plus. Sind wir schneller als der Gegner? Nein, der Gegner ist schneller. Der Gegner ist deutlich schneller. Miklegard. Wir müssen aufholen. Minus 13. Okay, wir brauchen mehr Kröns. We need more Kröns. So, erstmal holen wir uns definitiv jetzt hier das Gebiet. Für die Nahrung. Wir machen nämlich schon wieder nur zwei Nahrung. So, Jagd. Und wir brauchen dann auch mehr Häuser schon wieder. Eure Speer haben Schätze gefunden. 100 Kröns und 15 Einfluss. Raubzug. Hauptverkehrsrohr. Ja gut, kann ich auch erstmal kurz nach Windgarten machen, Windland machen, ne? Dann schießt das jetzt ein bisschen schneller nach oben. Bau von Jagdhütte abgeschlossen. Nice.
Ja, den einen muss ich mal kurz lassen. Der muss mir noch ein Haus bauen. So, Dorfbewohner. Aufbauen. So, hier kommt dann auch noch ein Bergwerk hin und einer, der den Runenstein verarbeitet. Also wenn ich jetzt kein Geld habe. Dann sammeln wir erstmal wieder Kröns. Kröns. Ja, wir hätten das viel früher bauen müssen. Wobei wir, ja... Ich weiß nicht, wer schneller ist, um ehrlich zu sein. Ich habe fast das Gefühl, dass er schneller ist. Ja. So, du, meine Liebe, wirst hier arbeiten. Im Runenstein. So. Ein weiterer Seefahrer, einer kann zugewiesen werden. Alle Seefahrer diesen erhalten einen Produktionsbonus. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. So, mehr Erz. Euer Händler produzieren 20 mehr Kröns. Okay, das brauchen wir jetzt definitiv. Miklagard, Winland. Das Weinland. Naja, mal gucken. So, 115 liegen wir noch hinten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So, 6 Wissen, das ist schön. Wir brauchen definitiv mehr Nahrung. Weil gleich kommt auch der Winter. Wer bist du denn? Heilerin. Pass mal auf. Heilerin, komm mal her. Ein Schaf bräuchte ich auch noch. Da sind 2. Ja, leider keine. Okay, Speer wurde verletzt. Nahrung jetzt plus 6, das ist okay. Was sind hier eigentlich mit 9 Menschen? Komm gleich. So, dann bauen wir nämlich das Bergwerk als nächstes. Das ist das hier. Kröns und Holz. Gott, er Holz. So, okay, da kommen wir gar nicht lang, wa? Nee, wir müssen hier an den Kobolden vorbei. Also wir haben auch gar keinen direkten Zugang zu den Gegnern hier. Alter, fährt bei uns auch ein Schiff lang? Das ist richtig. Wissen oder Ruhm? Wissen. Ach, so funktioniert das. Und ich habe trotzdem noch nebenbei meine Handelsroute. Ist das richtig? Der Bau von Steinbruch wurde abgeschlossen. Sehr gut. Dann der Dorfbewohner wird bitte Bergarbeiter. Dann machen wir nämlich Steine und damit können wir, oder müssen wir sowieso erstmal hier das Gemeindehaus aufwerten. Das ist immer der erste Schritt. Vorher geht ja nichts. Rian never blü. So, plus 2 Zufriedenheit. Das wäre auch wichtig, wenn ich das noch bekomme. Erdbeben. Es sei denn, wir lagern Holz, um schnelle Reparaturen durchführen zu können. Ja, Holz haben wir, denke ich, ne? Haben wir. So, mit den Kobolds. Okay, passt. Gut, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Und sehen uns... ganz kurz noch. Übermorgen wieder zur nächsten Folge von Northgard. Ja, gut, die Silos müssen wir dann noch aufbauen. Dann kriegen wir noch mehr Nahrung. Und ja, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank. Der Winter kommt. Ich drücke Pause, das ist OP. Und verabschiede mich. Bis dahin, ciao.